Bevor das Video anfängt, möchte ich euch noch was sagen. Dankeschön für die 8000 Abonnenten auf diesem Kanal. Wirklich, Dankeschön dafür. Ich möchte jetzt nicht großartig viel reden und fangen wir gleich direkt an. Was geht ab, Leute? Lejanko hier und herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, heute möchte ich euch einen YouTuber vorstellen namens Kawaii Gott. Ihr kennt ihn auf jeden Fall. Leute, die schon lange bei mir auf meinem Kanal aktiv sind, die kennen auf jeden Fall Kawaii Gott. Und zwar habe ich vor mehreren Monaten mal ein Video bei diesem Kawaii Gott hochgeladen. Da habe ich ein bisschen über sein Verhalten gesprochen, ob es normal ist oder ob er einfach nur Show spielt. Vielleicht kann ich euch heute die Frage beantworten, ob er normal ist oder ob er einfach nur Show spielt. Für die Leute, die keine Ahnung haben, wer Kawaii Gott oder Puruchu ist. Leute, er hat auf jeden Fall seinen Namen geändert. Er heißt nicht mehr Kawaii Gott, sondern Puruchu. Ja, Leute, ich blende mal kurz eine Szene von meinem Video ein und ja, meine Freunde, genießt es. Das hier ist mein Freund. Warte, ich zeige ihn euch. Moment. Das hier ist mein Freund. Es ist ein Fuchs. Er ist ein Fuchs. Er ist ein Fuchs. Fuchsbudding. Fuchsbudding. Ja, ja. 1-8-3 bin ein Fuchsbudding. Seht ihr? Und es hat halt Füßchen und Händchen und halt hier auch eine Schleife. Du. Hallo, ich bin Kawaiis Freund. Es freut mich, euch kennenzulernen. Leute, der ist auf jeden Fall krank. Der Typ ist krank. Entweder, Leute, der tut so, als wäre er krank, weil so bekommt er natürlich Aufmerksamkeit. Oder, Leute, der ist wirklich krank. Ja, Leute, da habe ich über seine Art und sein Verhalten geredet und da habe ich mich tausendmal gefragt, ist der behindert oder tut der einfach nur so? Und ja, meine Freunde, vielleicht kann ich euch die Frage heute beantworten. Und zwar, mein Bruder ABK, schöne Grüße an dich, Bruder, letztens ein Video hochgeladen. Und ja, meine Freunde, ich war wirklich geschockt. Ich war wirklich geschockt. Jo, Leute, ich blende mal kurz die Szene ein. Mittlerweile gibt es allen Ernstes so Kastaniengeburten, die zu mir kommen und zu mir sagen, ey, bitte behwer mich in einem Video, sag das aber nicht deinen Zuschauern. Wir machen eine Art Fake-Beef und dadurch bekomme ich Klicks und du bekommst auch Klicks. Fickt eure Mütter, ihr Hurensohn, ich mach mit euch keinen Fake-Beef. Hier, das ist dieser Junge, der mir das geschrieben hat. Übermelde mich, du Mister Haram. Hier, ich zeig sogar extra dein Gesicht unzensiert. Der macht sogar ein Video, in dem er sich darüber aufregt, dass Homosexuelle diskriminiert werden. Du nennst alle immer Schwotel und sagst, er sei unnatürlich und ekelhaft. Dein Verhalten gegenüber Homosexuellen, das ist ekelhaft. Und jetzt guckt euch mal das hier an. Der Typ kommt zu mir, sagt, er möchte eine Art Fake-Beef, er möchte ein Video machen, how to be a Schwuchtel, und ich soll ihn dann fertig machen und dann wird er Reichweite generieren. Damit es nachher am Ende heißt, oh, die Community von ABK sind ja alle so asozial, sind alle so homophob. Er hat ABK aufgefordert, ein Video von ihm anzuschauen und es auf YouTube hochzuladen, also sozusagen ein React-Video. Und das hat ABK natürlich nicht gemacht. Wenn er jemanden zerstört, dann zerstört er ihn richtig. Ja, Leute, dann könnt ihr mal sehen, wie viele YouTuber so blöffen. Hier zum Beispiel Persiax, die kritisiert einfach den Islam. Wirklich, die kritisiert den Islam. Und Leute, das hat auch nur einen Grund, wegen Aufmerksamkeit. Wirklich, ist egal, ob die Leute die haten. Ist egal, ob die Leute irgendwie schreiben, stirb oder wenn ich dich finde, dann töte ich dich. Leute, das ist Persiax egal. Wirklich, das ist Persiax egal. Hauptsache, die hat die Aufmerksamkeit. Ja, Leute, das ist alles ein Kreislauf. Aufmerksamkeit gleich Klicks gleich Geld. Leute, das ist einfach so. Und ja, Leute, da möchte ich noch über Leon Mascher ein bisschen sprechen. Ja, meine Freunde, und zwar Leon Mascher, der hat ja sein Album rausgebracht, alles schön und gut, hat hoffentlich viel Geld gemacht, Bruder, ich gönn's dir. Aber Digga, wo bleiben deine Videos? Was ist los mit dir? Wo bist du? Bist du gestorben oder was ist los, Digga? Du hast schon über einen Monat kein Video mehr hochgeladen. Digga, was ist falsch mit dir? Du merkst, YouTube bringt kein Geld mehr. Und lädst einfach gar keine Videos mehr hoch. Was ist denn falsch mit dir, Digga? Wo ist dein Masterplan? Du hast doch angeblich deinen Masterplan, wo du jeden Tag ein Video hochlädst. Digga, du hast jetzt schon über einen Monat kein Video mehr hochgeladen. Was ist falsch mit dir? Du warst vor ein paar Monaten noch in Bocholt. Also du hast ja dieses große Fantreffen gemacht. Du warst ja in jeder Stadt wegen deinem Album. Und ja, Leute, das ist krass, wirklich, das ist krass. Ich habe gehört, wirklich, ich habe gehört. Und ich lüge auch nicht, wirklich. Warum sollte ich lügen? Ich habe es nicht nötig. Leute, nur wenn man sein Album kauft, durfte man mit ihm reden und ein Bild machen. Leute, was ist das denn? Leute, was ist das denn? Das ist doch, ich schwör auf alles, das ist doch Abzocke, Digga. Das ist krass, wirklich, das ist krass. Digga, das war die größte Hintour-Aktion, Digga. Ich schwör, das war richtige Hintour-Aktion. Digga, du verlangst von deinen Fans, dass sie deine Box kaufen. Und wenn die nicht deine Box kaufen, dürfen die einfach keine Bilder mit dir machen. Digga, was ist falsch mit dir? Leute, ihr könnt nicht jedem YouTuber vertrauen, wirklich. Ich möchte jetzt mal kurz eine kleine Story erzählen. Und zwar, Leute, ich bin ja schon ein bisschen länger auf YouTube. Ich bin jetzt schon, ich glaube, über ein Jahr auf YouTube. Ich habe schon meine 8000 Abonnenten. Das ist wirklich krass. Dankeschön dafür. Und ja, meine Freunde, ich habe auch schon mehrere Produktplatzierungen, Angebote also bekommen von mehreren Firmen.
bekommen, doch ich habe alle abgelehnt. Was heißt abgelehnt? Ich habe denen einfach nicht geantwortet. Und zwar wegen einem Grund. Leute, ich habe 8000 Abonnenten. Das ist nicht, also Leute, das ist im Gegensatz zu den anderen nicht viel. Das ist wirklich gegen den anderen nicht viel, aber für manchen ist das viel. Für manche ist das viel, für manche wenig, aber für mich ist das viel. Wirklich 8000 Menschen stehen hinter mir. Und ich habe diese Produktplatzierung nicht angenommen, Digga, weil ich mir dachte, ich habe 8000 Abonnenten, wer bin ich, dass ich euch Produkte anbiete, Produkte vorstelle und sowas. Leute, das ist doch krank. Wieso soll ich euch sowas anbieten? Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht, wenn ich mal größer werde, also vielleicht, wenn ich mal mehr Abonnenten bekomme, dann wäre das was ganz anderes. Aber jetzt würde ich das niemals machen. Ich würde niemals meine Zuschauer verarschen, wirklich. Ich sag auch nicht Fans, weil dieses Wort Fans, das ist komisch. Ihr seid meine Schwestern, ihr seid meine Brüder, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde euch niemals verarschen. Ich würde euch niemals ein Produkt anbieten, was mir gar nicht gefällt. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Leute, vertraut nicht jeden YouTuber. Hier zum Beispiel Kawaii God oder Puruchu oder wie du auch immer heißt. Der wollte einfach nur Geld. Das war alles so Schauspielerei, was er da macht. Und so wie Leon Marcel, Leute. Er hat ein Album rausgebracht und man hört einfach ein Jahr nichts mehr von ihm. Was ist los, Digga? Demnächst werde ich auch mit ein paar Abonnenten ein Video drehen. Deswegen, Leute, addet mich auf Snapchat, da könnt ihr mich gerne adden und ich werde jeden einzelnen antworten. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und ja, meine Freunde, haut rein. Psst.